Jetzt geben wir erstmal die eine Quest noch ab. Und dann drehen wir nochmal eine Runde da. Das dürfte das Ende der Bilbis-Sapeure gewesen sein. Danke für eure Hilfe. Es würde mich nicht wundern, wenn sie es noch einmal versuchen, nachdem sie ihre Wunden geleckt haben. Aber dem, was Rodeleth mir gesagt hat, entnehme ich, dass unsere Tage hier sowieso gezählt sind. Und dann ist es egal, wenn es einstürzt oder wie. Wahrscheinlich. Illumen. Autsch. Also, was ist denn das Orangene? Die schwarzen Antreiber. Okay, das sind die schwarzen Ukai. Okay. Ach, da laufen uns ja immer welche über den Weg. Gucken wir mal nach dem Woll. Schon einen. Von denen gibt es ja reichlich. Vorhin haben sie mich ja sogar zu dritt angegriffen. Ich glaube, mit dem Troll gehen wir mal unten rein. Gut, ist es gar nicht der Troll. Ist der andere Troll, ne? Unterm Torbogen. Na, gleich mal gucken. Ganz da unten waren wir ja noch gar nicht. Die brauchen wir nicht, oder? Nö. Den hätte ich gern ohne Warg. Ach, ich sehe gerade, dass die auch so hier so ein Verderbtheit haben. Ach, kommt der Wagen doch mit. Naja. So, jetzt gucken wir mal da unten. Oder ist der... Ich glaube, der hätten wir doch oben... Da müssen wir doch oben drüber laufen, ne? Für den... Da müssen wir nochmal hoch. Auf die Brücke. Ich glaube, hier kommt man nicht entlang. Oh, man kann immerhin drüber laufen. Aber da kommt man nicht rüber. Ne. Da ist eine Alpha-Wand, da geht gar nichts. Ja gut, dann müssen wir dann doch da hinten hoch. Und war da nicht hier? Ach, ich glaube, das kommt auch erst später. Na gut. Könnt ihr nicht alle Quests in einen Topf schmeißen? Ei, ei, ei. Gerade hier, da muss man halt dauernd hin und wieder zurück. Wow. Aber mit dem EP-Zuwachs geht eigentlich jetzt auch mit dem Buff hier. Wahrscheinlich, weil es halt doch... naja. Im grünen Bereich sind wir noch nicht. Gibt schon noch EP. Hm.
Muss mal wieder den da umhauen. Zum vierten Mal. Der läuft euch jetzt auch wieder da hoch, ja. Der dachte ich, aber den müssen wir gar nicht, ne? Ja, komm. Dann muss er halt nochmal leiden. Den lassen wir stehen. Ah, oder gilt er auch als Schwarzer? Oh ja, guck mal, der würde auch als Schwarzer Uruk gelten. Eigentlich dafür Bestbeulen auf seiner Brust. Eigentlich müsste man ja seinen Speer dann jedes Mal austauschen, wenn man da gegen Orks gekämpft hat. Ich glaube, das Reinigen nützt dann gar nichts mehr. Gidi, gidi. EP bekommst du, solange die Gegner nicht grau werden. Ja, ja, aber ich krieg dann, du kriegst ja immer weniger, je niedriger die Quests sind. Es geht mir ja nicht um die Gegner, sondern um das Questlevel, ob ich für die Quests noch EP bekomme. Gegner ist klar. Aber halt der Anteil an EP, den man bekommt, beziehungsweise dass man hier überhaupt was merkt. Wenn man ja immer mehr EP braucht pro Level. Das macht sich ja dann schon bemerkbar. Wenn ich jetzt, wenn das hier alles weiß wäre, dann würde ich hier viel schneller leveln. Also wenn die Gegner weiß wären auf Level, dann hätte ich wesentlich schneller Level ab. So, wie komme ich denn jetzt da rüber? Ach, da hätte ich eigentlich unten bleiben können. Ja, okay. Ich hätte, habe ja eh die Banner gebraucht. Ah, der ist das. Gucken wir mal, ob wir den schaffen. Noch, da ist ja noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Stürzt sich da runter und dann... Oh, geht ja ganz leicht. Ein frischer Wind hat mich heraufgetragen. Schaffen wir den? Wir machen auf alle Fälle so. So, und jetzt wüsste ich gerne... Mal gucken, was welcher Gambit nimmt die verderbt ab drunter. Es waren Dreier, ne? Ein dreifach verschiedenfarbiger. Da hier der rot, gelb, grün.
Okay. Probieren wir mal. Da kommen ja noch einige Enis in dem Bereich. Da sind die Gegner auf Level. Aber die mache ich ja nicht. Und die Scharmützel mache ich auch immer auf Questlevel, nicht auf meinem Level. Ja, man bekommt eigentlich generell immer gut EP. Kann mich daran erinnern, dass es Spieler gab, die Angst hatten, als Isengard rauskam, nicht genug Quests zu haben, um 75 zu werden. Dachte ich mir dann auch so, gibt doch nicht nur Scharmützel oder Instanzen, also chillt mal. Ja, eben, die haben ja dann auch nicht alles gemacht, ne? So, wie war das jetzt? Speer, Faust, Schild, ne? Gambit. Speerfaustschild. Ja, jetzt gucken wir mal. Ach, jetzt habe ich natürlich keinen Fernangriff. Oh, ich bin schon halb tot. Okay, der hält schon was aus hier. Ach, kann es sein, dass man im Nahkampf die Skills viel schneller drückt? Also die Gambits viel schneller drücken kann? Krass. Fällt mir gerade so auf. Oder habe ich gerade irgendwie einen Speedbuff? So, jetzt müssen wir gucken, dass die Ads jetzt nicht noch damit dazukommen. So, easy. So geht das. Schalten wir wieder um. Zu wenig EP ist eindeutig kein Problem bei dem Game. Ja. Also die kriegt man schon, wenn man möchte. Und ich kenne ganz viele, die nur über Scharmützel leveln, ne? Und so. Gibt's hier noch... War da nicht noch irgendwo ein Banner? Ach nee, das haben wir hier jetzt schon weggemacht. Gibt's hier noch irgendwas Spannendes? Nee, irgendwie weiter nördlich. Oh, meine Kinder kochen gerade und das riecht total lecker. Das ist voll gemein. Ich hoffe, da bleibt was für mich übrig. So. Ach ja, stimmt. Die Banner gibt es ja auch jetzt alle in den Lagern. War aber wirklich so bei einigen Spielern, die da etwas Panik streuten, nicht 75 zu werden, ja. Das habe ich, wie gesagt, nur einmal mitbekommen, das beim Isengard-Paket, okay. Ja, okay, ich meine, vielleicht waren das ja auch welche, die alles komplett gequestet hatten, dann kam das Paket und dann, oder war das im Vorfeld? Ist Isengard Max Level 75 oder war Isengard Voraussetzung? Also hat man mit 75 angefangen. Das ist dann natürlich, wenn du dann Angst hast, dass du quasi innerhalb der Erweiterung nicht aufs Max Level kommst und du sonst aber schon alles erledigt hast, dann ist es natürlich ein Problem. Ja, wie gesagt, es gibt ja genug Content, mit dem man gut leveln kann. Okay, jetzt machen wir halt den Plünderer da. Ich dachte irgendwie, hier wäre nochmal ein... Aber das müssen wir auch noch machen hier mit diesen... Aber ist das hier auch nicht auch eine tägliche mit diesen Aufstellen? Da, guck mal, jetzt haben wir die. Jetzt müssen wir noch irgendwas hier oben machen. Das sind wahrscheinlich auch noch Banner.
Max war 75. Also von 65. Ah, okay. Die haben Angst gehabt, dass man von 65 nach 75. Aber. Ja, eben. Inis und Scharmützel. Und es war ja schon immer so, dass man über die Scharmützel ganz gut EP bekommen hat. Was ist denn das Lilane? Ach, das sind die Banner. Das heißt, hier drüben ist eigentlich auch noch eins. Dann gehen wir halt mal hier durch. Oh, das ist hinten dran. Ich glaube, das ist sogar hinten dran auf der anderen, in der anderen Festung. Ja, da oben blinkt's. Hallöchen. Darum sag ich ja keinen Plan, warum die Spieler so drauf waren. Hm. Ja, aber irgendwie müssen das die ja irgendwie Erfahrung gemacht haben, oder? Weil ich meine, entweder auf dem Beta-Server oder... Ich meine, die gucken ja schon immer dran drauf, dass man durch die Quests quasi dann auf Max-Level kommt. Also ich hab das jetzt so bewusst. Ich hoffe schon, dass man das mal eventuell nicht hätte schaffen können. Wobei ich natürlich nicht immer am Puls der Zeit war, ne? Aber vieles immer erst später gemacht. Jetzt, um an die Banner zu kommen, muss man halt die, die man vorher schon mal geschnetzelt hat, wieder machen. Das ist halt immer so das Blöde. Wenn man das alles in einem Aufwasch gehabt hätte. Ja, das ist halt echt. Das ist einfach ein Timesink. Na? So hält man dann die Spieler beschäftigt, obwohl sie eigentlich an und für sich nichts anderes zu tun haben. Nur halt nicht alles in einem Aufwasch machen können. Da ist noch einer. Irgendwas verfolgt uns. Ah! Auftragstafeln? Oh, keine Ahnung, wann die begonnen haben. Auftragstafeln? Weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber das habe ich bestimmt irgendwo in meinen Aufschrieben, in meinen Update-Notizen drin. Aber die gibt's doch auch schon ziemlich lang, oder? Also, die gibt's seit Free-to-Play, oder? Damit die Free-to-Player nachleveln können, wenn sie nicht in alle... dass die quasi in den Gebieten haben... Sie konnten ja in die Gebiete, aber nicht questen. Und dann war das denen ihre Möglichkeit, um... durch eben die Abgabe von diesen Auftragstafelsachen auch an EP zu kommen oder was zu überbrücken. War das nicht so? Irgendwie? Also ich würde mal sagen, dass das mit Free-to-Play kam. Später wurden diese Timesinks besser gelöst. Sogar Quests, die dann aufploppen, so nach dem Motto, ach übrigens, ich habe da noch was. Ja genau, oder dass man halt nicht mehr zurück muss, sondern dass man irgendwas dabei hat, was einem dann... irgendwie mental mitteilt, was man machen muss. Oder man findet einen Zettel, der einem sagt, wie es weitergeht und so. Das haben sie dann besser, kreativer gelöst, ja. Später. Hoffentlich droppt da gleich der Erste das, was wir brauchen. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Noch andere suchen. Was müssen wir denn hier noch machen? Ja gut, hier unten ist noch einer. Und da ist noch einer. Dann müssten wir halt zwischen denen immer so ein bisschen Ping-Pong machen, bis wir das haben, was wir wollen.
Auf dieser Seite oder auf der anderen Seite der Mauer? Oh, eigentlich auf der anderen. Da steht er. Hä? Ich lauf gar nicht mehr. Steh schon lang. Das einzige Mal, wo es nicht genug Quests gab, war es tatsächlich zu Schatten von Angmar-Zeiten gab es eine große Lücke. Um in Angmar so richtig questen zu können. Also wenn man dann mal über diese Passage die andere Seite wollte, da waren die ganzen Aufgaben halt dann noch orange und rot. Da war eine Lücke. Eine kräftige. Das war aber die einzige Zeit, wo ich das... Und da gab es halt auch noch keine andere Möglichkeit, als über Instanzen oder so da an EP zu kommen oder halt mit einer Gruppe loszuziehen und das dann eben mit einer Gruppe zu machen. Immer noch nix. Eieiei, was brauchen wir von denen? Durchsuch die Woche nach Hinweisen. Sehr vage. Da hinten war immer noch einer, ne? Lass mich. Von dir will ich gar nichts. Eine Möglichkeit zum Leveln war doch auch schon immer das Handwerk. Mach einen Koch. Hab nur auf dem Feld maximal. Ja, also durch Handwerk habe ich auch immer super gelevelt, muss ich sagen. Da hast du dich mal hingestellt und dann war wieder ein halbes Level voll. Wenn du dann mal dein ganzes Zeug, was du in der Zeit eingesammelt hast, wo du gequestet hast, das mal wieder verschafft hast, dann, ich glaube, ich nehme einfach mal so ein... Hat man ja genug. Komm ich denn jetzt hier hoch? Ich denke halt, es geht vor allem denen so, die das Spiel nicht so richtig ausschöpfen. Die sich dann nur durchballern lassen und dann... Ja. Dann stehen sie da. Und dann fehlt halt der EP-Content irgendwie. Und dann wollen sie halt solche Sachen nicht nacharbeiten. Das ist ja dann zu nervig. An der Drehbank stehen und Holz verarbeiten oder sowas. Das ist aber ein Werk. Wo ist der? Ja, da unten. So, jetzt dropp du mal was hier. Ja, er ist der immun. Der Betäubungsimmun? Na, endlich. Einen gravierten Dolch haben wir gefunden. So, dann können wir nochmal abgeben. Handwerk gab es von Anfang an. Ja, genau. Und darüber hat man da auch ganz gut gelevelt. Immer. Aber Handwerks-EP gab es erst später? Nö, gab es das nicht schon immer? Aber es kann natürlich sein. Man kann aber überlegen. Das ist schon so lange her. Ah!
Was benötigt ihr? Ihr habt also Dolche bei den Kargul gefunden? Ich bin mir nicht sicher, ob sie hilfreich sind. Sie ähneln den furchtbaren Morgul-Klingeln, die von den Nazgul verwendet werden. Am besten bringt ihr diese hier zu Agorin in im Eminlum. Vielleicht kann sie uns etwas über den Zweck dieser Dolche erzählen. Ha, jetzt, da es nur noch wenige Uruk-hai im Düsterwald gibt, hat der dunkle Herrscher nicht mehr genügend Offiziere, um seine Armeen über den Anduin zu treiben. Mit etwas Glück haben unsere Bogenschützen am Tag der Invasion nicht mehr Aufwand zu betreiben als beim Scheibenschießen. Na, jetzt ist sie plötzlich überhoffnungsvoll. Auf diesen Anblick freue ich mich besonders. Gadwurz fällt mit Timurzgrad. Wir dürfen an dieser Front keinen organisierten Widerstand mehr erleben, bis die Armee aus dem Osten eintrifft. Ihr habt euch meine Bewunderung und meinen Dank verdient. Gut gekämpft. Die Orks stehen vor der Asche ihrer Banner und ringen um Fassung. Dank eurer Hilfe wehen ihre Standarte nicht mehr. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich? Ach ja, jetzt auf einmal. Obwohl die Streitkräfte der Orks in Gadwurz in Unordnung und anfällig sind, hat der Feind dennoch seine Mittel, um unseren Vormarsch zu behindern. Meine Elben berichten mir, dass nicht weniger als 3 Ulokai-Waffenmeister aus Dol Guldur nach Gadwurz geschickt wurden, um unsere Truppen zu zermalmen. Ulokai sind Trolle enormen Ausmaßes sowie vernichtender Stärke, und sie sind gut gegen uns gerüstet. Sammelt eure Mitstreiter und haltet sie auf, falls ihr könnt, damit sie nicht durch ihr Wüten den Streitkräften der Orks genügend Zeit für einen Angriff auf uns verschaffen. Ja, jetzt kommen so die dicken Enden, ne? Hört meine Worte. Ich habe eine besondere Aufgabe für euch. Nehmt dieses Banner und platziert es zwischen diesen Gesindel dort unten. Stellt sicher, dass es als Zeichen unseres Sieges in Gadwurz voller Stolz stehen bleibt. Mal sehen, wie lange diese Feiglinge sich an dieser Herausforderung versuchen werden. Aha, jetzt kommt es. Aber auch als wiederholbare, wie ich es mir gedacht habe. Irgendwie hatte ich sowas in Erinnerung. Was haben wir noch? Die Zwerge sind glücklich jetzt. Ja gut, dann müsste das jetzt der letzte Rest hier oben sein, oder? Am Anfang musste man noch Handwerksgegenstände aus Hochlevelgebieten besorgen. Das war aufregend. Ja, und vor allem, du hast so gequestet, gelevelt dein Handwerk und um dann weiterzukommen, du musstest ja mal eine Prüfung machen, um den nächsten Rang dann ausüben zu dürfen. Und da musstest du meistens in Gebiete, die halt schon richtig happig noch waren, ne? Also ich kann mich erinnern, als ich damals auf die Wetterspitze musste und noch gar nicht so weit war, und das war ein richtig heftiges Abenteuer. Und lauter so Sachen. Oder wenn du dann halt nach Esteldin musstest, obwohl du noch gar nicht so weit warst oder so. Also das war schon immer heftig. Um da die Quests dann zu machen, damit du weiter skillen kannst. Das wurde dann entfernt, ja. Ich habe vom ersten Tag an vor Bronzeadern gecampt. Die waren ganz schön belagert. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also... Nee, ich glaube, ich habe immer nur das mitgenommen, was so am Weg links und rechts beim Questen. Und wenn ich dann so gedacht habe, ach, jetzt habe ich genug im Rucksack, oder mir gedacht habe, oh, da und da, da bräuchte ich jetzt mal ein bisschen neuen Bogen oder so, dann habe ich dann angefangen zu craften und das mal alles zu verschaffen, was ich da so im Rucksack hatte. Ich glaube, gefarmt habe ich nur ganz selten mal was in Lotro. War früher schlimm, noch als ich vor 6 Jahren angefangen habe im Auenland. Echt? Nodencampen? Aber das lohnt sich doch gar nicht. Ich meine, in der Zeit, wo ich da hocke und auf Respawn warte, habe ich doch woanders dann schon schneller wieder eine gefunden. So gefühlt. So, wir müssen gar nicht in den Süden, es ist alles da im Norden. Also, wobei ja auch Agorin, aber sollen wir vielleicht erst Agorin machen? Sonst schickt der uns nachher auch wieder auf irgendwas. Und wo wir dann nochmal hin müssen, dann machen wir doch das erstmal. Wie kann ich euch zu Diensten sein?
Captain nicht, aber da sind schon Leute schnell an dir vorbeigeritten, um das Erzholz zu bekommen. Ja, da war ich auch sehr dankbar, als zum Beispiel in WoW das geändert wurde, dass jeder diese Nudel, also wenn der Erste sie anklickt, dass sie dann halt einfach noch, ich weiß nicht wie lang, eine Minute oder eine halbe steht und dass jeder, die sie anklickt, sie dann nehmen kann. Und nicht nur der Schnellste. Also das System finde ich richtig cool. Dass nicht immer der mit dem wenigsten Leck, der hat dann das Glück. Und alle anderen denken sich so, super. Diese Dolche stammen von den Kargul, die die Wächter von Dol Guldur behüten? Es sind keine Morgul-Klingen, obwohl sie von ähnlicher Machart sind. Ich glaube nicht, dass man damit die Wächter ausschalten kann, doch es mag eine andere Möglichkeit dafür geben. Ich kann aus diesen Klingen eine Art Zeichen fertigen, die ihr bei euch tragt. Zeichen? Also mehrere Zeichen, nicht nur ein Zeichen. Die ihr bei euch tragen könnt. Dadurch wird das Böse in ihnen zwar nicht ausgetrieben, aber solange ihr sie tragt, dürften die Wächter nicht in der Lage sein, euch von ihren eigenen dunklen Dienern zu unterscheiden, sodass ihr unbeschadet an ihnen vorbeigelangen können solltet. Mehr kann ich leider nicht für euch tun. Herrin Galadriel darf den Fluss nicht überqueren, da Lothlorien sonst schutzlos wäre und Mithrandir wäre für uns verloren. Ich kenne niemanden sonst, der diese Wächter ausschalten könnte. Ja, wir machen doch alles. Sprecht mit Handelen in Tangulhard. Wobei ich muss sagen, dass gerade mit dem Crafting haben die Spiele das ganz gut hingekriegt, dass... Also wenn man nicht ganz ungeduldig ist und das Crafting an erste Stelle stellt, dass man eigentlich immer, wenn man neben dem Questen alles eingesammelt hat, was so links und rechts am Wegesrand aufgetaucht ist, dass man mit dem Crafting eigentlich immer ganz gut durchgekommen ist. Und seit den Änderungen, dass man dann immer so ein Item immer wieder salvagen kann, ist das ja sowieso total easy geworden. Also früher war das nochmal ein ganz anderer Act, wenn du die ganzen Teile, du hast ja am Anfang diese, du hast ein Heft, eine Klinge hergestellt und dann brauchtest du immer die ganzen Sachen aus von den anderen Berufen, dann brauchtest du als Schmied Lederbänder und lauter so ein Zeug, das war ja alles viel komplizierter, da musste ich dann immer switchen zwischen den Charakteren, dann habe ich mir mal ausgerechnet, wie viele Teile ich dann überhaupt brauche davon, wie viele Lederbänder brauche ich jetzt oder wie viel, was weiß ich, was ich brauche. Damit ich dann mit dem anderen Charakter wieder entsprechend viele Teile herstellen kann. Damit das auf Max ist und lauter so Sachen. Also das, da habe ich ja Listen geführt und alles und das mir immer ausgerechnet. Das war ja da noch ziemlich nervig. Das hast du ja jetzt alles nicht mehr. Die haben die Teile rausgenommen. Und jetzt hast du gar nicht mehr dieses berufsfremde Zeugs. Du kannst ja jetzt autonom das machen. Dackenheit, Hallöchen. Wahrlich, ich hätte nie gedacht, dass diese Wächter so mächtig sind, dass nicht einmal Argorin gegen sie ankommt. Mit unserem Kampf um die Kontrolle über Gadbots wird diese Tatsache ein schmerzhafter Dorn in unserer Seite sein. Wenigstens hat sie euch gezeigt, wie man ihren Kräften ausweicht. Wir müssen unbedingt noch ein paar dieser Dolche besorgen. Wir oder ich? Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Nein, nein, jetzt kann man wieder auf Streife gehen. Die Orks von Gadburz sind versprengt, aber wir müssen sie weiterhin unter Druck setzen, damit sie sich nicht neu gruppieren können. Ich bitte die Maledrim und unsere Verbündeten um häufige Kontrollgänge durch das Gebiet, nördlich von hier entlang ihrer Festungen, um jegliche Feinde zu bekämpfen, die sich dort erneut sammeln wollen. Seid ihr für diese Aufgabe bereit? Wenn ja, dann wünsche ich euch viel Glück. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr eure Patrouille beendet haben solltet. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit Seid ihr gewillt, im südlichen Gadbots auf Streife zu gehen? Im Norden oder im Süden? Ich weiß, es ist hier sehr öde, doch dies ist der Hauptzugang zum Tor von Dol Guldur. Sollte sich eine größere feindliche Kampfgruppe dort an uns vorbeischleichen, werden wir vielleicht teuer dafür bezahlen müssen. Wir müssen auf jede Bewegung des Feindes achten. Kehrt mit eurem Bericht zu mir zurück, wenn ihr eure Patrouille beendet habt. Sonst noch jemand was? Nicht so aus. Oh, Anja ist auch da. Hallöchen.
Ja, die haben da sehr viel verändert und die werden dieses Jahr noch mehr verändern. Klang so, als wollten sie das so machen, dass man sich die drei Berufe frei wählen kann. Ah, dass man nicht mehr so eine Kombo hat, sondern sich halt für einen Sammelberuf, einen Herstellungsberuf und was mal lustig ist. Ich fand immer den dritten, bis auf den Entdecker, fand ich den dritten Beruf immer total obsolet und unnötig. Also wenn du da irgendwie als, ich weiß jetzt gar nicht so genau, aber als Schneider oder so noch Waffenkunden, also Waffending hast, wo du eh nicht die Materialien hast. Oder sonst irgendwas. Oder nee, meine, ich glaube als Gelehrter hast du das, ne? Hast du noch Waffenschmied oder sowas und das ist dann irgendwie so sinnfrei. Weil du das ja doch nie benutzt und der Schneider hat dann irgendwie noch den Koch dabei, kann sich aber die Feldfrüchte nicht selber holen und oder so Sachen. Ich bin ja mal gespannt, ob das Crafting jetzt nochmal richtig verbessert wird, wie im letzten Brief versprochen. Als Schmied hast du Schneider mit drin. Ja, genau. Als Drechsler den Koch bringt auch nicht viel. Ja, genau so rum war das, den Koch. Und das ist natürlich auch mühsam. Also wenn du dir dann von dem Twink immer die Zutaten schickst, zum Kochen und das ist ja eh so viel verschiedenes Geraffel und dann musst du das halt erst anbauen und dann musst du eh immer gucken, wie viel, du kriegst aus den Samen dann immer unterschiedlich das hat mich dann immer, das war schon immer, hat sich immer gezogen. Goldschmied war Koch, Drechsler war Bauer, ja irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Was habe ich denn noch mit drin? Nee, nicht das, sondern das? Ja, Goldschmied hat Koch dabei, genau. Also die beiden Sachen, die passen ja immer zusammen. Und das dritte ist dann immer so ein... Ja, super. Nutze ich eh nie. Ja, dann machen wir doch erstmal die Patrouille hier oben, weil wir sonst da nichts haben. Nehmen wir die da oben schon mal weg. Da müssen wir ja nur durchreiten, oder? Und dann macht's immer Pling, hier ist nichts los. Ja. Ihr habt dieses Gebiet erkundet. Und dann muss man halt immer so ein bisschen auf der Straße entlang. Halt doof, wenn man immer gucken muss, wo ist denn der Ring? Irgendwo an einem blöden Spot. Ihr habt dieses Gebiet erkundet. Dann noch einmal da oben vor den Toren. Schlauer wäre halt Goldschmied und Schürfer mit Waffenschmied oder Schmied. Ja, wenigstens irgendwas, wo man dann noch teilweise was brauchen kann, genau. Wenn man eh schon so ein Erzfuzzi ist. Aber wenn man sich das dann tatsächlich irgendwann mal aussuchen kann, dann werden sie es die meisten wahrscheinlich dann so nehmen. Dass halt der eh schon Erz abbauen kann, dann auch zwei Erzberufe hat. Oder vielleicht denken sie sich ja noch ein Crafting irgendwie aus, was dann auch noch so spannend ist, ne? Für alle. Also da finde ich es eigentlich besser, wenn das dann eben auch so wie in anderen Spielen eher so ist, dass zum Beispiel der Koch nicht nochmal an einen anderen Beruf gebunden ist, sondern dass du als Spieler die Sachen, die man zum Kochen braucht, halt so, ja, du tötest eh irgendwelche Tiere beim Questen und dann fällt Fleisch an oder was sie hier drin ja eh schon haben, da stehen halt immer mal wieder Pflänzchen, von denen du dann irgendwas abzupfen kannst, Beeren und so und von denen könntest du dann auch. Und da kriegt man dann so ausreichend in der Menge, dass man von denen dann auch kochen, skillen könnte. Und nicht nur so eine Beere, die dann vielleicht für irgendeine Farbe zur Farbherstellung benutzt wird oder so. So. Ah, da hinten ist nochmal. Nee, das ist zum Abgeben. Das ist der Abgabepunkt, ne? Okay.